Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal reinstarten ins Ganze hier, denn wir haben eine neue Woche, das heißt neue Dailies, neue Weeklies. Gehen wir erstmal die Dailies durch, trinke eine Nuka-Cola dreimal, ein Goldsternchen, benutze Fotomodus, während du in einer Gruppe bist, erreiche eine höhere Stufe, lande bei einem Gegner einen kritischen Treffer mit automatischen Waffen, schließe ein Event ab zweimal, Daily Ops einmal und 5 Insekten. So, zu den wöchentlichen. Schließe eine tägliche Goldstern-Challenge ab, baue einen Boden an Wandschmuck in Werkstätten oder Camps, iss eine gekochte Mahlzeit 30 Mal, sammle legendäre Module, schieße ein Foto eine Sheep-Squatch, schließe eine öffentliche mutiertes Event ab. Ja, wir haben wieder mutierte, coole Events. Und schließe tägliche Operationen in einem öffentlichen Team ab 5-mal. Trinke Nuka Cranberry 5-mal. Töte einen Schnalligaster 10-mal. Verkrüppele den Kopf einer Todeskralle 3-mal. Gut. So, dann wollen wir auch gleich mal gucken, wie das Ganze jetzt vonstatten geht, was wir jetzt vielleicht nochmal wegmachen können. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal was Einfaches weg. Wir haben hier, benutze den Fotomodus, während du in einer Gruppe bist. Das ist nicht wirklich schwer. Also, komm, zack. Benutze den Fotomodus, um mein Bild zu schießen. Das wird immer schlimmer. Ich nehme es nochmal weg. Und episch, hacke 3 Terminals. Wenigstens 3 statt einer. Wenigstens 3 statt einer. Gut. Ja, hat sich ja wenigstens auch gut bewahrheitet. Passt. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen was zu essen hier. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an, mich jetzt hier voll zu buffen. Habe ich jetzt soweit noch nicht gemacht. Das heißt, wir knattern uns jetzt hier ein bisschen was rein. 3 Nuka-Colas sollte ich noch trinken. Cranberry sollte ich, glaube ich, noch 5 trinken. So, ist ja alles kein Problem, dann kann ich mir auch gleich noch eine Twist reindrücken, dann ist der Cranberry-Effekt zwar weg, aber egal. Ich habe hier noch ein bisschen Todeskrallenfleisch, das gammelt mir sowieso demnächst alles weg, also warum fressen wir es nicht gleich mit auf? Was haben wir sonst noch? Wir haben noch Angler, der gammelt mir auch bald weg. Machen wir mal bis auf 2 runter. Was können wir noch fressen? So. Ich bin jetzt so satt gefressen, der muss ja schon Bauchweh haben, der Charakter. So. So viel getrunken, so viel gemacht. Passt. Hatte ich mich jetzt eigentlich schon wieder umgeskillt? Ich habe mich schon wieder umgeskillt. Ich bin doch King. Gut, dann einmal wieder in die Power-Rüstung, weil bei mir lagern sich langsam so ein bisschen die Fusionskerne. Jetzt sind wir ein paar Tage wieder mit ohne PA rumgerannt. Jetzt wird es Zeit wieder zu wechseln, denn ich habe schon wieder 71 und ja, jetzt wieder langsam runtergehen. Wir wollen ja immer so gucken, dass das auch so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt, so hin und her zu wechseln. So, jetzt holen wir uns nochmal die 10 legendären Module, auch das ist eine Wochenaufgabe, das ist auch kein, das macht keinen Astabbruch, also das ist relativ fix erledigt. Kein Problem. Das heißt, wir gehen einmal hier hin. 10 Stück. Zack. Und fertig. Als wenn nie was gewesen wäre. Und als hätten wir es nie gehabt. Gut. Dann gehen wir zuerst mal Richtung meiner Lieblingswerkstatt. Da kann ich ja dann gleich mal gucken. Weil vorne an haben wir ja beim Pylon vielleicht die Chance auf Schnalligaster. Vielleicht nehme ich mir jetzt gleich nochmal 2 davon weg. Wäre dann halt optimal, dann würde die Reihe rum einmal ganz gut klappen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Und beim Sheep-Squatch, den müssen wir ein bisschen jagen. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. So, erstmal gucken, was wir hier haben. Wir haben hier gar nichts. Angler. So. Und wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir so ein bisschen nebenbei Munition einlagern. Bezüglich für Munition mal wieder ein bisschen was machen. Meine Reserven gehen langsam wieder ein bisschen runter. Das heißt, auch nächste Woche wieder mit einem Gewehr rumeiern.
definitiv bezüglich auch ein bisschen mehr Daily Ops und Co. Aber naja, das ist ja die eine Farmable. Das Craftable, das machen wir ja dann eher gegen Folgen. Also sprich Lucky Hole, ein bisschen Blei einfarmen, die ganzen Bleispots und weiter ein bisschen abarbeiten. Halt das Übliche, was man halt so braucht. West Take, um wieder ein bisschen Stahl reinzukriegen. Und. So, und ich sehe gerade, ich habe die Dinger sind ja jetzt neu mit drinne. Müsste mal kurz rausfliegen. Oder ich müsste sie nehmen. So, aber jetzt, was war das? Wandschmuck? Oder war das Bodenschmuck? Nee, was war das? Irgendwas mit Schmuck. Boden- oder Wandschmuck. Das heißt, das kriegen wir auch relativ leicht hin. Boden. Wo ist es denn? Da haben wir Boden. Dann nehmen wir hier... nehmen wir mal was anderes als immer die Fässer. ja, gute Frage. Nächste Frage. Was nehmen wir denn da? Mal was anderes als Fässer. Wir haben Gummi und Stoff. Nee. Ach komm, ich nehme den Ritter wieder. Der Ritter ist sowieso immer am coolsten. Was hat er denn jetzt gemacht? Das sollte jetzt nicht passieren. Wo ist jetzt mein Ritter hin? Da. So, 25 Ritter aufstellen. Das ist... auch nicht gerade schwer. So. Gut. Ritter stehen. Haben wir auch. Ja, denn Events, ne, wie gesagt, zur vollen Stunde immer. Bis jetzt volle Stunde, das dauert noch ein bisschen. Wir haben noch eine verbrannten Horde. Die können wir mal ganz Gaudi mitnehmen. Dann kümmern wir uns gleich um die Schnalligasse und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns langsam auf die Suche nach dem Sheep Squatch machen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und ich finde an und für sich gleich den... von Arctos Farmer. Das wäre natürlich am genialsten. Oder das Rad wäre noch geiler für mich. Nochmal Chance auf Baupläne und so. So, ihr seid gar nicht da. Ihr seid nämlich da. Hier hätten wir T-Terror. Ja gut. Hätte ja Arctos Farmer sein können. Wäre ganz cool. Oder halt auch Freilandhaltung wäre auch ganz cool, um einen Sheep Squatch zu finden. Dann wäre es halt natürlich mega easy. Aber ich glaube, wir suchen uns wieder random ein. Und ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt wieder nur 10 Minuten brauche, um einen zu finden. Weil eigentlich sollen die ja selten sein. Bezüglich, sie werden ja dann später sogar mit dem nächsten Update sogar noch seltener. Weil dann gibt es ja noch zwei neue Kryptiden, die sich dieselben Plätze teilen sollen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Auf einer Seite finde ich es cool, auf andere Seite schade, weil dann... ist das halt ein bisschen schwieriger, die zu finden. Oh, naja. Von denen müssen wir dann sowieso relativ viel Fotos und ähnliches zu Anfang machen. Dann hat man sich sowieso übersättigt von denen. So. Alles aufheben. So, erstes Event haben wir auch abgeschlossen. T-Terror lassen wir jetzt mal noch sein. Insekten könnte ich jetzt hier kommen. Wir haben hier hinten doch bestimmt 5 Bärfliegen oder so. Außer es wären Befreier, dann habe ich natürlich Pech. Ne, es sind leider Befreier. Das Einzige, wenn mal Roboter brauchst, dann kriegst du keine hier. Naja. Naja gut, Insekten sind jetzt auch nicht so schwer. Macht an und für sich auch nichts aus. Die 5 Stück haben wir fertig. Gut, machen wir dann uns erstmal auf die Suche. Oder wie? Oder was? Oder wer? Na komm, wir gehen nochmal nach Blanks Angebot. Ich will mal wissen, ob da jetzt wieder einer ist. Da haben wir ihn ja jetzt mehrfach gehabt. Immer im LP. Wenn es jetzt irgendwie hieß, irgendwas mit Sheepy. Ne, jetzt haben wir Mega-Faultier. Und Wölfe.
Wäre ja jetzt auch zu krass gewesen, wenn es jetzt gleich beim ersten Mal gewesen wäre. So. Na nun, lass dich mal treffen hier. Böse Hundis. So. Genug Fleisch ist gesorgt. Klar, es ist eine Wochenaufgabe. Es ist jetzt nicht die Daily-Töte ein. Ich finde das eigentlich für eine Wochenaufgabe gar nicht mal so schlimm. Könnte man echt sagen, so, ja, ist okay. Kann man akzeptieren. Weil, wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, eine Wochenaufgabe. Bei der Daily ist es dann halt immer so ein bisschen, ja, jetzt musst du aber Gas geben, dass du einen findest. Ist eigentlich auch somit relativ schwer, weil selbst sämtliche Spawnorte kann man halt Pech haben, dass man keinen erwischt. Da kriegt man dann alles andere. Oder man kriegt halt verbrannte Mega-Faultiere. Das kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich schon zwei Faultiere hier gefunden. Schlimm. Ja, wenn wir wieder Faultiere brauchen mit irgendwas, dann findet man die nicht. Und umgekehrt genauso. Mal gucken. Jetzt gehen wir nochmal hinten einmal kurz so ein bisschen durch. Bevor mir die Brandbestie auf den Senkel gehen will. Ich hab sie ja schon gehört. Aber laufen wir erstmal ein bisschen durch. Granberry Bock. Ich sag, ist eine Wochenaufgabe, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wenigstens mal gucken. Ob hier hinten irgendwo bei den random Spots was liegt. Dann haben wir hier mehrere Möglichkeiten, einen zu finden oder zu triggern. Deswegen laufen wir einfach mal so ein bisschen querfeld ein hier. So. Das einzige Blöde ist, dass das von bei Cranberry Bock immer so weit nach hinten gesetzt ist. Ne, da haben wir Panzerereignis. Panzer wollten wir eigentlich nicht haben. Weil das sind nur Rubis. Aber trotzdem mit, dann können wir ja noch mal kurz zu den Kultisten rüber. Hallöchen. Genau, das ist nichts. Das glaube ich dir nicht, dass das nichts ist. Außer eine Fleischwunde. So, hier hinten hatten wir jetzt nichts. Na gut, müssen wir noch mal ein bisschen weiterlaufen. Es wäre halt cool, wenn die halt trotzdem noch irgendwie mal so 100%igen Spawn kriegen würden. Auch die neuen Kryptiden. Man sie nicht so selten findet. Genauso wie Mottenmann. Und ich meine jetzt nicht über ein Event triggerbar, weil ein Event ist ja auch nicht 100%ig. Bei so vielen Events, wie wir haben. Kann das auch eher in die Hose gehen. Und du warst ein Preisbot. Sorry. Lieber Preisbot. So, das heißt, wir hatten den Preisbot hier an der nächsten Ecke. Wir könnten eigentlich auch nochmal in den Wald gehen, wa? Wäre auch nicht verkehrt. Ist zwar sehr, 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 sehr schwer dort einzufinden, aber es ist möglich. Aber wir haben Schlinger. Und versus erstmal gar nichts. Versus Verbrannte. Die armen Schlinger, Mensch. So. Na gut, die hätten so oder so gegen die Verbrannten gewonnen. Dum-dum-dum-dum-dum. Nochmal einmal kurz das hier mit. Gut. So, wir jetzt hier einmal durch den Wald. Jetzt haben wir zwar da vorne noch ein Random, aber da kann leider kein Sheepy kommen. Leider.
Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Diagonale einmal quer über den Primriss rüber. Und wenn die Brandbestien zu sehr stören, dann machen wir sie weg. So ungefähr. Soll mich ja nicht ärgern, ne? Wollen wir hier nochmal kurz ein bisschen auf. Apropos, ich muss ja sowieso eigentlich Watz benutzen, ne? Für Crit. Oh Gott. Jetzt wieder mit großen und schweren Waffen Watz-Crit-Treffer machen. Die halten das sowieso nur 3-4 Schuss aus. Das heißt, ich müsste, wenn denn, auch eher euch nehmen, ne? So. Na, wenigstens zwei aber durchgezogen gekriegt hier. Ja, ich auch nicht. Kann auch immer nicht aufhören. Weiß auch nicht, wann Ende ist. So. Haben wir jetzt alle oder haben wir nicht alle? Jetzt nicht geplant, dass ich jetzt hier den ganzen Riss wieder leer räume, aber die haben sich halt mit dem Falschen angelegt. So, die letzten 8 Schuss nochmal nachladen hier. Darf ich halt nicht vergessen. Ist zwar mit groß und schwer, ist das halt immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Klar, es geht auch, ja. Ich würde mal sagen, Kommando wird da deutlich schneller mit fertig. Pistolen-Hoshi. Der nur mit Pistolen spielt zum Beispiel halt auch. Solange er automatisch Pistolen benutzt. Beim Gewehrbild, ja gut, da wird es ein bisschen schwieriger, aber der geht ja dann meistens auch eher auf eine Pistole. Und dann passt das. Und für Nahkämpfer, naja gut, wird auch ein bisschen schwieriger. So, dann wollen wir jetzt hier mal noch mal ein bisschen durchflitzen. Wollen wir noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden. Ein Nest wäre ganz cool. Muss ja nur ein Foto von ihm machen. Das sollten wir ja hinkriegen, aber hier hinten ist heute gar nichts. So. Bisschen weiter hoch war das. Nee, heute haben wir hier nichts. Irgendwie interessantes. Wenn wir jetzt nochmal hinten hier reinschauen. Hier hinten ist ja auch nochmal ein kleiner Spot, aber. Jetzt wird aber gegessen. Ich sehe, du der Hinterwäldler. Die hauen mächtig rein. Naja, die hauen auch richtig rein. Dann gehen wir nochmal Richtung Mr. Krabs hier. Oh, wie ich schon Fleischhapper vermisse, ey. So, wir hier gerade hinten die Nebenviecher. Eck. Da vorne wird man dann stehen. Passt schon. So, aber jetzt schauen wir mal. Mr. Krabs. Hallöchen. Dann warte ich nochmal mit. Ist ja kein Ding. So, hier vorne haben wir ein random Ereignis, aber hier ist auch nichts. Hier ist nur freigeräumt. Warum ist hier nur freigeräumt? Also haben wir nichts. Na, no, dann sind wir ja schon fast wieder bei Bogtown hier. Meine Güte. Ja, diesmal wird es doch ein bisschen schwieriger. Also ich sag ja, das war letztes Mal nur so mega Glück. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Na, mal schauen, ob wir noch einen finden. Zur Not, wir haben jetzt auch noch ein paar andere Tage. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt sind wir halt erstmal noch die Daily durch. Nur nochmal hier über den Riss, aber
dachte, nee, Quatsch, das müsste eher mehr da hinten sein. Bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. So. Einmal alles mitnehmen. Wunderbar. So. Lotis, kommt mal raus hier. Wir wollen ja noch mal ein bisschen Crit treffen. Jedenfalls das probieren. Ja, aber hier hinten kommt auch nichts zur Geltung. Haben heute nicht Sonnenlack. Dann laufe ich mal bis zum Wald hinten durch. Und dann müssten wir sowieso dann da hinten und dann da hinten wieder hoch und bla bla bla. Bin dann am überlegen, da hinten auch gleich Blei mitzunehmen. Da vorne haben wir nämlich das nächste Random-Pünktchen. Mal sehen, was er hier sagt. Gatzi oder was? Nee. Siedler? Siedler versus Roboter. Naja, gut. Protektrons? Von wegen protektieren. Du wieder bist hier aufgetaucht und hast uns einfach so geholfen. Naja, dafür kriege ich hoffentlich auch wieder Bonus. Auch wenn der Bonus schon voll ist. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen weiter in den Wald nach geradezu. Wieder zurück. Heimisch und so. Na, mal gucken. Nee. Vorne sitzt auch keiner. Das beste Ereignis wäre halt, wenn wir jetzt halt sowas wie, na, wie heißt er? Die Supermutanten, die verletzt sind. Und dann Angst haben. Oder halt den Hirten. Der ist hier hinten auch irgendwo ab und zu mal. Dann taucht der Sheep Squatch nämlich auch bald auf. Und die sieht man eigentlich immer relativ weit schon von sehr weitem. Aber kein Glück. Kein Glück. Na gut, aber mal weiter in den Wald. Hier habe ich den Beleidigungsspot getriggert. Super. Tja. So leicht kann es gehen. Man wird beleidigt. So, dann laufen wir mal weiter. Jupp. Jetzt wurde ich beleidigt. Aber ich laufe weiter. So, dann laufen wir jetzt weiter hier hinten rum. Dann haben wir nämlich da nochmal die Möglichkeit, einen zu finden. Na, manchmal trifft man ihn relativ häufig, manchmal halt gar nicht. Das ist dasselbe mit dem Flatwoods Monster. Früher wollte man das Flatwoods Monster immer treffen. No. Man hat es nie gesehen. Man hat es für einen Mythos gehalten. Und andere permanent rein da. Dasselbe gilt für den Mottenmann. Also wenn man Glück hat, dann findet man die eigentlich immer relativ häufig. Auch wenn man es nicht will, kann man ja als Glück zählen. Aber na gut. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Kommen wir jetzt langsam zum Kraterle. Ob wir da jetzt Schönes haben. Kann mich nicht beherrschen, muss zwischendrin noch mal ein bisschen mitnehmen.
So, jetzt müssen wir hier erstmal hoch. Weil zur Irrenanstalt wollen wir ja nicht. Na, dann komm. Hoch mit dir. Dann würde ich sagen, dann würde ich von oben das Blei nochmal mitnehmen und das Zement. Aber erstmal gucken wir in den Krater. Den kleinen Explosionskrater hier. Was wir da Schönes drin haben. Ich würde sagen, wir haben es gefunden. Muss ich nur schnell die anderen wegräumen. Oder wir können ja eigentlich gleich das Foto schießen. Das ist ja eine Power Armor. So, das war Fotografiere einen Sheep Squatch. Wie gesagt, es ist ja möglich, welche zu finden. So, jetzt können wir dich auch wegmachen. Schade, dass er nicht so mächtig ist wie seine anderen Bossstücke in den Events. Also hier so im Open Field hat man noch nicht mal wirklich Respekt vor ihm. So, und weg ist. Gibt nochmal einen Unterdrückers Bogen. Okay, nimmer. Gut. Da haben wir eigentlich das Schwerste auf der Liste abgehakt. Ist ja eigentlich das Schwerste gewesen. Das war jetzt auch kein Sarkasmus oder so. Aber man muss schon ein bisschen mehr durch Appalachia laufen, um den mal zu finden. Es sei denn, man hat, wie gesagt, die richtigen Events. Dann ist es natürlich was völlig anderes. Aber jetzt hole ich mir hier oben schon mal das Blei weg. Denn ich wollte ja sowieso die Woche mal wieder ein bisschen Blei ansammeln. Damit ich in 2 Wochen dann halt auch mal wieder ein bisschen mehr Munition machen kann. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal jeden Bleispot mit, der es irgendwie gibt. Mal so zwischendrin. Wenn ich dann mal dran vorbeikomme oder mal einen kurzen Moment Schwankelzeit habe, dann nehmen wir uns halt Gewichte und Co. mit. Halt einfach mal ein bisschen Schrott wieder reinsammeln. Und wir kriegen nochmal meist gesucht. Ich glaube, der Turtle macht jetzt nochmal Überlänge. Auch wenn ich jetzt mit meist gesucht schon Ahnung für sich fast fertig bin hier. Gut, das heißt, ich muss jetzt hier einmal runterspringen. Hui. Ich mag das. Batz. So. Mal kurz alles klein machen. Was wir jetzt dabei haben, damit wir schnell nochmal runterkommen können. Sheepy haben wir ja jetzt. Dann machen wir das zweite Event, machen wir jetzt als meist gesucht. Das passt. So, Stahl hat sich auch schon wieder verdoppelt. Also sprich, das Stahl, was wir heute ausgegeben haben an die Statuetten. Das ist jetzt alle. So, dann einmal schnell zum Mais gesucht. Dann kümmern wir uns nächste Folge mal um Daily Ops und Co. Das dürfte ja nicht weitaus schwer werden. Bezüglich auch das erste mutierte Event. Ja! Haben wir jetzt die Woche ja wieder. Freue ich mich schon richtig drauf. So. Oh, ist fast kaputt. Ich habe nicht zufällig die Einbrecher gerade drin. Nee, habe ich nicht. Dann nehmen wir doch uns mal hier ein bisschen was raus und wieder rein, ne? So, 10 Sekunden haben wir noch. Damit schaffe ich den anderen Knast doch auch noch, oder? So, dann können wir auch gleich hier einmal schon
plündern. Jetzt müssen wir wieder mal hören, ob wir hier irgendwo den lachenden Corky oder Flushy haben. Na, mal schauen. Ob sie mit auf meiner Route liegen. Du merkst doch, wo es sowas gibt. In Nuka World. Wo sind deine Manieren? Hilfe, ich wurde ausgeraubt. Na, hier ist keiner. Hier steht auch gerade keiner. Ja, hör jetzt ganz genau hin, immer noch diesen kleinen. Gibt ja ein bisschen mehr Belohnung. Wobei, wenn er nicht kommt, dann ist es auch nicht schlimm. So, die goldene muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenigstens zwei Stück, dann ist es ein bisschen einfacher. Doch, schon wieder. Genau den meine ich. Wenn er kommt, nehmen wir ihn mit. Tja, der Tag ist versaut, das stimmt. Naja, die werden wohl wahrscheinlich irgendwo vorne in der Stadt sein. Weil bis jetzt höre ich die nicht. Moment. Doch, Flushy ist gerade gespawnt. Meint, ich habe das Gegacker gehört. So. Na, wir könnten ja einmal kurz zwischendrin jetzt mal abgeben. Mal sehen, wie weit wir sind. Verschätzt mich nämlich immer. Naja, gut. Ne, also. Ich würde sagen, das ging. So. Wo ist er denn? Ich hab dich lasern gehört, aber nicht gesehen. Ach, du stehst da hinten auch noch und hast keine Ahnung, was du machen sollst, ne? Böser Kopfgeldjäger. Hör auf, mich anzuwuffen hier. Tu nicht gute, die Wuff machen. Naja. Na, soll er kommen. Kümmere dich mal um mich hier. Na, warum lässt du mich nicht jetzt? Ich wollte gerade sagen hier. So. Anti-Rüstung Minigun. Mhm. Ihr habt es geschafft, Partner. Reitet mit euren Preisen in den Sonnenuntergang oder zu einem der Stände und genießt den Sieg bei einer eiskalten Nuka-Cola. Kommt ruhig mal wieder für eine Runde vorbei, ja? Natürlich. Diese ganze Unordnung beseitigen.
Dann beseitige mal die Unordnung. Antirüstung. Nee. Die Minigun ist Mist. Schade. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.